Ja, wenn wir nämlich Glück haben, dann haben wir nämlich gleich alle Tiere gezähmt. Und was heißt gleich? Wahrscheinlich in 2, 3 Folgen oder so. Aber für mich ist es ja eh gleich. So. Sehr schön. Sollte mal so eine Fähigkeit geben. Na gut, die haben wir ja schon freigeschaltet, dass dass Waffen länger brennen. Aber könnte ruhig noch ein bisschen länger brennen, finde ich. Vielleicht noch eine andere Haut oder so rüberziehen. Naja, wer weiß. Kriegen wir bestimmt noch wen. Ah, ein Wolfsrudel. Oh, mit dem weißen Wolf. Zum Glück nicht der, den wir suchen. Ja, sorry, aus Reflex gerade sehen, R2 gedrückt. So. Sind wir schon hier von der Nähe vom Sammelobjekt? Ja, voll ran vorbeigelaufen, ich Lappen, Alter. Was ist denn das hier schon wieder in der Hand und eine Malerei? Man markiert den Scheiß doch so. Ah, guck an, den Ort habe ich noch gar nicht entdeckt, deswegen. Ich verstehe. Das ist doch tatsächlich ein Ort, den ich noch nicht entdeckt habe. Hey, ne? Oh, das ist eine schöne Höhle. Hallo, Taka, sein Zuhause. Udam, Udam. Wo seien denn meine kleinen Kannibalen? Hallo, hallo. Taka schon Feuer und Flamme für euch. Wo seid ihr denn? So, wir müssen hier echt noch mal ein bisschen runter, weiter. Immer noch ein runter, okay. Wo ist unsere Wandmalerei? Da gehen wir direkt drauf zu, okay. Okay, wir sind auf der Höhe. Und für die Hand jetzt auch. Okay, da sind wir ja gleich in der Nähe. Ah, da ist die Malerei. Ah, wieder falsch rum. Ich kann mir die Symbole aber nicht merken. Ich bin alt. Die Ausrede bringst du jedes Mal, Hawk. Das zählt nicht mehr. So alt bist du nämlich noch gar nicht. Na gut. So, Sackgasse. Taka seien anscheinend blöd. Wo seien die Hand? Können ja nur sein über Taka. Und zwar da. Wie kommen Taka jetzt eine Etage höher? Autsch. So, Taka seien jetzt wieder zu hoch. Jetzt sein. Aua. Jetzt haben Taka Finger verbrannt. Und so. Von da nach da. Vielleicht gehen hier hoch. Da kann man ein bisschen gucken. Sieht aber gut aus. Hier sei ein mächtiger Baum. Könnte vielleicht hilfreicher Baum sein.
Und Taka haben Glück. Ihr seid sogar grüne Pflanze. Und das wäre jetzt geil gewesen, so voll, was weiß ich, so eine Art Hohlraum wäre. Erstmal richtig schön abrutscht. Also, weiß ich nicht, da runterfällt oder so. Tja, denkst du, Alter, Taka kriegen jedes Sammelobjekt. Früher oder später. So, dann wollen wir mal raus hier. Boah, Grafikfehler. Boah, was ist denn hier? Boah. Alter, was für ein Grafikbug, Alter. Aber kein Scheiß hier. Zuckel, zuckel. Und dass ich das überlebt habe, dass ich nicht irgendwie gleich totgeglitscht bin oder so. In den Berg rein durch die Welt. Taka machen Weltreise. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr seid ein Speer. Taka das nicht mögen. Warum seid hier einsamer Speer? Kommt Taka da raus? Taka muss gucken. Taka hassen. Hier ist ein Ausgang. Hier ist ein Sackgasse. Nein, hier ist ein Ausgang. Taka haben Glück. Hier ist ein Wasser. Taka haben Pech. Uah, Furzeglas. Taka Glück, kommen hier raus. Taka seien erfolgreich im Kreis geschwommen. Boah, was für ein Wummern, hört das? Achso, hier ist ein mega Wasserfall. Das brummt hier so. Brummt gut die Beere. Und wir seien wieder in großer Halle. Ja. Taka seien froh. So, irgendwie muss man ja hier lang kommen. Kann ja nicht sein, dass das hier so doof ist. So. Und so. Das doch nichts bringen, wenn wir da hingehen. Wir müssen dahin. Auch gar nichts. Nur ein alter Speer, Skelett und ein Tornister. Was soll ich damit? Taka sei nicht gerade erfreut über so viel Vielfalt. Taka wollen dahin. Oder da. Aber wie er da hinkommen? Großer Baum. Großer Baum war Freund, jetzt Hindernis. Ah, Taka bemerken Enterhaken. Taka nicht kommen ran. Große Enterhaken. Hoffentlich sein... Mann, was ist das hier für eine 3- und Error-Passage? Halte ich an der Scheiße da fest. Warum glitschst du denn hier so rum? X, Junge! X! Danke! So. Ist das ein anderer Enterhaken jetzt oder ist das der gleiche? Nein, das ist ein anderer. Muss doch irgendwie möglich sein. Ach, weißt du was? Ich widerspreche mir langsam selber, aber leck mich an den Füßen.
Also das war echt eine nervige Höhle. Wie spricht man das aus? Kishta. Ja, genau, wie Kishta, Alter. Schmeckt auch wie Kish. Eklig. So. Hier noch ein Sammelobjekt, da gehen wir jetzt hin. Und jetzt, wow, Tod. Nee, doch nicht, Glück gehabt. In einem Glitch reingefallen. Wenn ja, wenn ja. Jetzt aber genug mit der Schnellreise hier. Ich habe echt keinen Bock mehr. Das war echt blöd. Und ich bin nicht mehr geduldig, das kann auch sein. Schon wieder zu lange aufgenommen. Es muss immer nur so ein paar dumme Sachen passieren. Mit der Katze zum Beispiel, mit dem Anschleichen, was nicht klappt. Oder diese X-Taste. Dass du dich da hochschlawenzelst und dann funktioniert das nicht. Auch mal tierisch nervig ist. Na, mal gucken. Nur noch ein Sammelobjekt. Eine gute Hand. Ja, danach kommt nochmal eine Höhle. Oder? Oder kommt denn schon das Lager? Egal, wir machen auf jeden Fall das Lager. Scheiß auf das Sammelobjekt. Was? Scheiß auf das Sammelobjekt? Ja. Einfach mal so. Grüne Pflanze. Da, grüne Pflanze. Ja, sorry, grün auf grün ist ein bisschen schwer. Oh, das hier sieht schön aus. Einen guten Ring, Schutz, Südstein. Was brauche ich denn für ein Wurfmesser? Feuerstein und Tierhaut. Feuerstein? Gibt es das überhaupt hier im Süden? Weiß ich gar nicht. Muss ich mal aufpassen mit den Wurfmessern. Gespannt, ob hier wirklich unten die Venya-Hand liegt. Tatsächlich, da liegt sie. Da ist ja Hand. Das ist mal ein Wunder, sonst hängt die da oben immer irgendwo an der Klippe oder so. Ich will mal kurz was gucken. Mir gefällt das mit den Sammelobjekten nicht. So, alle Außenposten, alle Fähigkeit gelernt. Aha, versteckt, versteckt. Tatsächlich, wir haben das schon mit... Irgendwann habe ich den Erfolg mir anscheinend geholt. Mit den Sammelobjekten. Da. Am 9.9. Ist auch schon ein paar Tage her. In der letzten Aufnahmesession irgendwann. Interessant. Eigentlich müssten wir jetzt keine mehr holen, aber wir wollen ja schließlich alle holen. Oder zumindest, wo wir rankommen, ohne dabei einen Gehirnkrampf zu bekommen. Also den kriegt ihr vom Zugucken, ja, ich weiß, aber... Ich muss mich hier verrinken. Das Schöne ist, wenn man sich nämlich jedes Sammelobjekt... Feuer? Das ist wieder ein... Das ist ein Dorf oder so. Das Schöne ist, wenn man sich wirklich die Mühe macht, alle Sammelobjekte zu holen, kommt man automatisch auch ein bisschen in den Genuss, fast alles in der Welt zu sehen. Vor allem auch, wenn man die ganzen Nebenquests zu macht. Befreiung. Charwawai, Isila Drama Winja Daharsh, Turshwanarsh, U Isila Wan, Naidai U Saidigwai. Rasier dich mal, Junge, du siehst ja schlimmer aus als ich. Ja, also, das heißt, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir laufen hier. Na?
Ach, da oben! Na schade, einen konnte ich nicht befreien. Oder vielleicht habe ich ihn aus Versehen getötet, aber ich glaube nicht, dass ich den platt gemacht habe. Naja, haben wir die jemals befreit. So, noch schnell das Sammelobjekt und dann ab zu dem Dorf, wo das Feuer war. Mal gucken, wie wir da irgendwie rankommen. Das blöde Wappen zu wegzuballern. Wo hängt es denn? Ach da. Oh, guck mal. Ein weißer Wolf. Seltenes Tier. Hat der ein Glück, dass ich kein Fell mehr brauche. Ich hab nämlich ein dickes Fell.